Milliarden von Tieren bewegen sich tagtäglich über unseren Planeten. Bis heute bergen ihre Zugrouten und ihr soziales Verhalten unzählige Geheimnisse. Mittels winziger Hightech-Sender wollen Forscher nun den Code der Tiere knacken. Schon bald soll ihnen dabei ein Überwachungssystem aus dem All helfen. Durch dieses globale Beobachtungssystem werden wir in der Lage sein, wirklich zum ersten Mal ein Gesamtsystem Leben auf der Erde zu verstehen. Mithilfe der so gewonnenen Daten hoffen die Forscher, Naturkatastrophen und Epidemien vorhersagen zu können. Dafür begeben sie sich auf eine Mission rund um den Globus. In Radolfzell am Bodensee katapultiert ein Mann die Verhaltensbiologie in eine neue Ära. Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornithologie. Sein Team ist weltweit unterwegs, um Tausende von Tieren mit kleinen GPS-Sendern auszustatten. Wir können mit den Sendern in eine völlig unbekannte Welt eintreten, weil wir eben zum ersten Mal die Tiere beobachten können zu Zeiten, wo wir vorher überhaupt nicht gewusst haben, was sie machen. Werden die Sender enthüllen, wie Schmetterlinge es schaffen, die Alpen zu überqueren? Wie wissen Störche, auf welcher Route sie ihr Winterquartier erreichen? Die Straße von Gibraltar. Ohne thermische Aufwinde müssen Vögel die Meerenge auf ihrem Weg nach Afrika bewältigen. Mit welcher Strategie? Im Busch von Kenia will das Team das Sozialverhalten von Pavianen entschlüsseln. Mit jeder Tierart stehen die Wissenschaftler vor neuen Herausforderungen. Denn was sie tun, hat noch nie jemand vor ihnen versucht. Sie sind die Pioniere der Verhaltensbiologie 2.0. Martin Wikelski ist fasziniert vom Fliegen. Schon in seiner Kindheit konstruierte er verrückte Flugobjekte. Die Begeisterung für alles, was sich in die Lüfte schwingt, treibt ihn bis heute an. Ich wollte immer verstehen, wie Vögel fliegen und habe deshalb selber fliegen gelernt, also erst mit Drachen fliegen, um wirklich mit den Vögeln im Aufwind zu fliegen. Dann aber mit der Cessna, also motorisiert, um die Vögel zu verfolgen und um damit dabei sein zu können, um zu sehen, was sie wirklich in der Luft erfahren. Das reicht ihm schon lange nicht mehr. Hightech-Sender sollen ihm rund um die Uhr das individuelle Verhalten der Tiere und deren immer noch rätselhafte Lebensgeschichte verraten. Der Pionier denkt grenzenlos. Für seine Projektideen lässt er sogar Empfangsantennen auf der Internationalen Raumstation installieren. Es ist die Neugierde, die ihn antreibt. Mit Abenteuergeist, Leidenschaft und jede Menge Improvisationstalent begibt er sich auf völlig neue Wege. Unsere Forschungsvision ist, dass wir mit diesen neuen Instrumenten zum ersten Mal feststellen können, wo haben Tiere Probleme, wo sterben Tiere und wo müssen und können wir sie schützen. Aber eben dann auch auf der globalen Ebene Voraussagen machen, wie es dem Leben auf der Erde geht. Das heißt, wir kriegen zum ersten Mal eigentlich das, was Humboldt wollte, eine Gesamtschau des Lebens auf der Erde. Mit seiner Arbeit will Martin Wikelski ein neues Kapitel der Verhaltensbiologie schreiben. Auf der Insel Mainau im Bodensee startet ein einmaliges Experiment. Distelfalter. Die grazilen Tiere gehören zu den Globetrottern unter den Schmetterlingen. Mehrere tausend Kilometer legen sie in ihrem Leben zurück und müssen dabei selbst große Berge überqueren. Doch wie schaffen dies die zarten, gerade mal 1 Gramm leichten Tiere? Bisher ist es noch niemandem gelungen,
die Falter auf ihrer Reise über die Alpen zu begleiten. Die Werkstätten der Universität Konstanz. Wikelskis Techniker wollen hier die kleinsten Peilsender bauen, die es je gegeben hat. Jeder einzelne Sender entsteht in Handarbeit. Maximal 300 Milligramm darf die Technik wiegen, damit der Falter sie noch tragen kann. Mhm. Und habt ihr von den Kleinen die Batterien auswechseln können? Ah, super. Gut. Ah, sehr schön. Gut. Ja, die müssten jetzt wieder alle laufen, oder? Schön. Schön zum Aufkleben alles. So, schauen wir, ob wir die auf die Schmetterlinge draufbringen. Die Herausforderungen bei der Technik sind natürlich vielfältig. Das eine ist, wir müssen mal die beste Elektronik haben, die uns zur Verfügung steht. Also 3D-Beschleunigungsmesser, miniaturisiert, die beste Batterie, die beste Solarenergie. Auf der anderen Seite muss man das aber natürlich dann so packen, dass das, also einpacken, zusammenpacken, dass das auf das Tier irgendwie drauf passt. Und das ändert sich mit jedem Tier. Also man kann sich vorstellen, beim Schmetterling, das winzigste Teil, das man irgendwie hinkriegt, muss man dann eben auch noch schauen, wo kann der Schmetterling das überhaupt tragen. Bevor es ins Freiland geht, werden die Sender an Zuchtfaltern getestet. Ja, winzig. Die Falter sind klein. Gut. Der Biologe hofft, dass die Sender klein genug sind für die zarten Insekten. Fast sieht es so aus, als hätte sich Martin Wikelski etwas Unmögliches vorgenommen. Mit einer Art Klebstoff fixiert der Wissenschaftler den winzigen Radiosender auf dem Bauch des Schmetterlings. Das Ziel? Mittels einer Antenne kann er sein Tier jederzeit orten. Ich muss versuchen. Einfach hier nochmal auf die Hand setzen. Probieren wir es nochmal. Sollen wir? Ja. Der erste Startversuch. Ist der Sender zu schwer oder liegt es an den ersten, noch zaghaften Flugversuchen des gerade geschlüpften Falters? Das kann man selber nehmen. Also es ist möglicherweise noch zu groß. Bislang hat der Forscher nur Erfahrungen mit fast doppelt so großen Monarchfaltern gesammelt. Wikelskis Hoffnung? Der starke Flügelschlag der Distelfalter sorgt für zusätzlichen Auftrieb und kann so die Größe und das geringe Gewicht ausgleichen. Der Sender sitzt eigentlich gut, gell? Ja, ich habe auch den Eindruck, dass der Distelfalter vom Flügelschlag her stärker ist als der Monarch. Ja, dass er einfach schneller bewegt. Ja, ja. Aber das Gewicht ist wahrscheinlich einfach. Das könnte sein, dass das im Endeffekt. Jetzt heißt es improvisieren. Der Mikrosender muss von unnötigem Gewicht befreit werden. Martin Wikelski entfernt kurzerhand das Kunststoffgehäuse. Viel besser. Also wir haben jetzt bei den Sendern, das war glaube ich genau richtig, was der Stefan gesagt hat, einfach noch Gewicht abgeschrubbt. Das heißt, wir haben die gesamte Ummantelung weggemacht, die dafür da ist, dass die auch bei Regen und in Kälte funktionieren. Da wird zwar die Schaltung ein bisschen leiden, diese elektronische Schaltung, aber das ist uns egal. Und jetzt haben wir vielleicht noch mal 70 Milligramm oder so runtergekriegt. Das heißt, dann kommt es eben genau in den Bereich rein, die auch die Distelfalter noch tragen können. Also ich bin eigentlich da ganz zuversichtlich, dass es jetzt geht. Jetzt mal bloß schauen, ob er noch tickt. Könnt ihr noch mal? Also Leistung ist noch okay. Probieren wir's. Dann hole ich ihn mal raus. Martin Wikelski klebt die winzige Platine abermals auf den Distelfalter. Klasse, das ist jetzt gut. Also das ist jetzt einfach nur ein Peilsender. Das heißt, das ist eigentlich sozusagen das Dümmste an Sender, was es gibt. Einfach nur, der sagt, hier bin ich, find mich mal. Aber im Endeffekt ist das eben für die kleinen Tiere das Einzige im Moment, was machbar ist. Weil damit die kleinste Batterie, die ungefähr 100 Milligramm wiegt, die geht trotzdem noch ungefähr 14 Tage.
Das heißt, da können wir dann mit so einem Sender im Endeffekt den Zug über die Alpen, wenn das nicht länger als 14 Tage dauert, verfolgen. Und das wäre zumindest schon mal eine große Leistung. Mal gespannt, ob was schafft. Schauen wir mal. Probieren wir es einfach. Tatsächlich, der Plan geht auf. Okay. Aber fliegt viel, viel besser. Fliegt sehr gut, ja, ja, ja. Wow, ja, super. Jetzt ja, das ist es. Mal gucken, ob er fliegt. Ja, perfekt. Super. Yes. Gut. Die große Frage ist natürlich, wie fliegen die Schmetterlinge über die Alpen? Die kommen jedes Jahr aus dem Süden, also immer mehr Insekten kommen aus dem Süden über die Alpen, über diese Barriere nach Norden. Und da wollen wir natürlich wissen, wie funktioniert das? Mit welchen thermischen Bedingungen, welchen Windbedingungen, Wetterbedingungen fliegen die? Fliegen die in großen Mengen? Fliegen die an einem Tag große Strecken oder jeden Tag ein paar Kilometer? Also einfach mal, wie kommt so ein Insekt überhaupt über die Alpen? Martin Wikelski macht sich mit seinen Faltern auf den Weg in die Alpen. Sobald es warm wird, ziehen die Schwärme aus Italien in den Norden. Der Forscher will herausfinden, ob auch seine Zuchttiere dieses Verhalten zeigen und ob er sie auf ihrer Reise begleiten kann. Selbst sein Motorradhelm ist mit Empfangsantennen ausgestattet. Der Zug der Distelfalter ist bisher nahezu unerforscht. Wie oft rasten sie auf ihrer Wanderung? Welche Bedingungen brauchen sie, um die Reise ihres Lebens zu beginnen? Wie überstehen sie Unwetter und Kälte in den Bergen? Haben! Jawohl! Super! Ein Glücksgriff. Okay. Dort, wo er seine eigenen Schmetterlinge aussetzen will, zieht gerade ein wilder Schwarm aus Südeuropa durch. Ein Schmetterling aus Italien. Den können wir jetzt besendern und mit unseren Kerlchen vergleichen. Hoch in den Bergen, auf knapp 2000 Metern, soll der Freilandversuch starten. Der Vergleich mit den wilden Faltern ist besonders spannend. Der Forscher erhofft sich so herauszufinden, ob den Schmetterlingen der Befehl zu wandern genetisch einprogrammiert ist. Das ist der Große? Das ist der Große. Okay, jetzt wird spannend. Boah, der ist groß. Schön. Ja. Also wir werden jetzt 5 Distelfalter besendern. Das Schöne ist, dass hier die Distelfalter durchziehen. Also wir haben schon welche durchziehen sehen. Es läuft also super. Das heißt, wir können dann auch vergleichen die Falter, die wir mitgebracht haben, also in Gefangenschaft geschlüpft und die gefangenen Falter von den, also den Freilebenden. Und jetzt werden wir erstmal 5 besendern und dann schauen wir, wie es läuft. Aber also mit der Sonne und dem natürlichen Zug, der jetzt hier durchkommt, schaut es mir ganz gut aus. Am besten da drüben. Auf geht's in die Freiheit. Wird die Batterielaufzeit von etwa 2 Wochen reichen, um die komplette Route zu verfolgen? Also für uns ist das natürlich super spannend, weil das ist das erste Mal, dass wir hier so einen Falter verfolgen. Bisher weiß man nicht, was die machen. Und wenn das jetzt klappt, dann wissen wir es. Und das ist großartig. Dann haben wir einen Riesenschritt vorwärts gemacht. In seinem Flugzeug will der Abenteurer den Faltern folgen. Doch zuerst muss er sie aufspüren. Die Antennen an den Flügeln registrieren die Radiowellen der Sender auf bis zu 3 Kilometer Entfernung. Jeder Schmetterling sendet auf einer eigenen Frequenz. Das Tal ist lang. Unmöglich, die Falter mit bloßem Auge zu erkennen. Noch ist nichts zu hören. Also wir haben jetzt die Schmetterlinge besendet. Die sind hier vorne irgendwo auf der Wiese, also nochmal ungefähr 5 Minuten von hier losgelassen. Und jetzt müssen wir schauen, ob die schon das Tal überquert haben, ob die jetzt eben auch mit der Thermik, die wir heute haben, hier an den Hängen hochziehen.
Wird Martin Wikelski die winzigen Tiere tatsächlich aus der Luft orten können? Oder sind sie ihm davongeflogen? Der Empfang der Radiowellen funktioniert nur, wenn sich die Schmetterlinge im gleichen Tal befinden. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Kein Zeichen von seinen Faltern. Dann plötzlich. Okay. Also ich höre was. Wir haben hier, das sind die zwei, drei, die wir zum Schluss besendet haben. Einer, zwei, drei. Ja, die sind hier unten. Also die sind schon um einiges weiter geflogen, das ist ja super. Also die sind schon zwei Kilometer weiter. Ja, genau. Hier zumindest schon mal ein Stückchen am Hang hoch. Gut, es könnte sein, dass die jetzt ziehen, also das ist schon mal spannend. Okay, also das haut hin. Wunderbar. Super, also die hören wir. Das heißt, die können wir jetzt auf dem Flug nach Norden verfolgen. Distelfalter ziehen bis nach Norwegen und auch wieder zurück nach Afrika. Allerdings benötigen die Schmetterlinge dafür meist 6 Generationen. 4 für den Flug im Frühjahr nach Norden, 2 für den im Herbst nach Süden. Distelfalter gehören zu den schnellsten unter den Tagfaltern. Sie können lange Strecken mit kräftigen Flügelschlägen bewältigen. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Mithilfe von Radarbeobachtungen konnte auch nachgewiesen werden, wie viele der Insekten ziehen. Rund 11 Millionen im Frühjahr. Im Herbst waren es sogar 26 Millionen auf der langen Rückreise nach Afrika. Jahrhundertelang war es nur möglich, Tiere zu beobachten. Nun verspricht Wikelskis Sendertechnik ein völlig neues Verständnis für das Leben auf der Erde. Konrad Lorenz gilt als Gründer der Verhaltensbiologie. In den 1930er Jahren prägte er Graugänse nach ihrer Geburt auf seine Person. Er machte sich zum Vater der Tiere. So gewann er bahnbrechende Einblicke in das instinktive Verhalten der Vögel. Sie folgten ihm. Doch er konnte ihnen nicht folgen. Und so blieben die Beobachtungen des Nobelpreisträgers auf seinen eigenen menschlichen Lebensraum beschränkt. Das Zugverhalten von Vögeln konnte nur durch die Markierung von Tieren und aufwendige Beobachtungen rekonstruiert werden. Die Anfänge dieser Forschung waren ja eigentlich, dass man zum Beispiel Störche beringt hat und dann geschaut, wie wandern die. Es ist eben klar, man konnte damals nur minimal von der Zeit von diesem Tier wirklich beobachten, was es macht. Also da fliegt irgendwann der Vogel los, irgendwann wird er wieder gesehen, irgendwo stirbt er und das war's dann eigentlich. Mit Prinzesschen fiel der Startschuss für die Satellitentelemetrie. Die Ornithologen Christoph und Michael Katz statteten die Storchendame Mitte der 90er Jahre mit einem Sender aus und folgten ihr bis nach Südafrika. Das machte Prinzesschen weltberühmt. Von nun an konnte mit Hilfe von Signalen aus dem All die Position von Tieren bestimmt werden. Ein Vorläufer der GPS-Navigation. Doch die Verfolgung war aufwendig und schwierig. Der Sender funkte nur in kurzen Zeitfenstern seine noch sehr ungenaue Position. Mittels Peilsendern mussten Vater und Sohn dem Storch permanent hinterherfahren. War das Signal außer Reichweite, war es reinste Glückssache, Prinzesschen wiederzufinden. Wer verrückt, ne? Prinzesschen ist dabei. Prinzesschen zeigte den Forschern nicht nur, dass sie mehr als 10.000 Kilometer bis in ihr Winterquartier zurücklegte, sondern auch, dass sie dorthin mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet das Max-Planck-Institut für Ornithologie mit Michael Katz zusammen. Auf dem Storchenhof wird bereits die 5. Generation von Sendern verwendet. Jede technische Neuerung spielt den Forschern dabei in die Hände. Neben der genauen GPS-Position lassen sich heute mittels Beschleunigungssensoren sogar Rückschlüsse auf das Verhalten der Tiere ziehen. Wir können über den Storch erfahren mit hoher Datendichte, wo er sich aufhält, also beispielsweise wie lange er
am Nest ist, wie lange er auf welchen Feldern, an welchen Straßenrändern er nach Nahrung sucht, aber auch, was er konkret macht. Also beispielsweise, ob er sitzt, ob er Gefiederpflege betreibt, ob er bei der Futtersuche ist, wie intensiv er Futter sucht. Also sucht er konzentriert nach Nahrung oder schlendert er nur so lang hin? All das kann man über diese Beschleunigungssensoren eben herausfinden. Und das ist auch eine sehr spannende Sache, dass man also nicht nur oder einerseits die Koordinaten, wo ist der Vogel, erfasst, andererseits, was hat er dort getan? Jedes Jahr im August beginnt die Reise der Störche. Von den europäischen Brutgebieten bis nach Südafrika. Bislang wurden nur ältere Tiere besendet, die den Flug nach Süden bereits mehrfach bewältigt hatten. Deshalb ist noch immer nicht klar, für welche Route sich die Tiere entscheiden, wenn sie das erste Mal auf ihren Zug gehen. Fliegen sie mit den anderen Störchen mit oder ist es, wie Konrad Lorenz vermutete, ein genetisch festgelegtes Navigationsprogramm? Jetzt wollen wir natürlich das gesamte Leben haben, um vor allem herauszufinden, wie entwickelt sich denn dieser Zug beim Jungtier. Also wenn ein Jungtier aus dem Nest losfliegt und dann steht es da irgendwo auf der Wiese, muss erstmal fressen lernen und dann muss es irgendwann entscheiden, nach Süden zu ziehen. Wie macht es das? Auf dem Storchenhof von Michael Katz ist Eile geboten. Die Jungtiere machen schon erste Flugversuche. Höchste Zeit für die Forscher, die neuesten Sender anzubringen. Die Störche dürfen nicht zu klein sein. Wartet man zu lange, steigt das Risiko, dass sie einfach davonfliegen. Und weg ist der erste Jungstorch. Auch wenn er Michael Katz entwischt ist. Der Vogel zeigt auf beeindruckende Weise, dass er bereits fliegen kann. Behutsam nimmt der Ornithologe den zweiten Storch zum Besendern mit. Ein Tuch über den Augen beruhigt das Tier. Michael Katz möchte sichergehen, dass es auch seinem Flüchtling gut geht. Sein Riecher war richtig. Der Jungstorch ist nicht weit gekommen. Wohlbehalten kehrt der Ausreißer zurück. Von jedem Storch kann nun ein umfangreiches Profil erstellt werden. Wie fit ist er vor seiner Reise? Wie viel wiegt er und wie viel Energie verbraucht er während des Flugs? Viele Parameter sind notwendig, um das Leben eines Storches zu verstehen. Wie ein Rucksack wird der robuste Spezialsender angebracht. Das 2000 Euro teure Gerät soll entschlüsseln, wie sich die Störche bei ihrem allerersten Zug entscheiden. Denn sie nutzen zwei Routen nach Süden. Das wird sehr spannend werden, wenn er dann auf dem Zugweg geht, welchen Weg er einschlägt. Weil wir haben in unserer Region, ist es so, dass die meisten Störche eben Richtung Osten ziehen. Aber seine Eltern sind Westzieher. Und da ist jetzt die Frage, wofür er sich entscheidet. Spielt hier die Genetik eine Rolle? Oder ist es so, dass er sich von den meisten Störchen mitnehmen lässt? Nur 6 Wochen später ziehen die ersten Tiere los. Bisher können die Forscher die Daten nur analysieren, wenn der Storch den Sender wieder zurückbringt. Doch gerade bei den Jungvögeln ist die Sterberate extrem hoch. Mehr als 70% der Störche überlebt ihre erste große Wanderung Richtung Süden nicht. Die Karte zeigt die Route des besenderten Jungvogels. Zur Überraschung der Forscher folgt er nicht seinen Eltern über die Straße von Gibraltar. Er fliegt wie alle anderen die Ostroute über die Türkei und Israel,
Ein erster Anhaltspunkt, dass die sozialen Komponenten das Verhalten stärker beeinflussen als die Gene. Rund um den Globus arbeiten Forscherteams daran, Tiere zu besendern und damit ein Leben lang beobachten zu können. Mit der neuen Technik können sie bisherige Vermutungen überprüfen und unbekannte Aspekte entdecken. Was beeinflusst die komplexen Verhaltensmuster von Tieren? Wiekelski will nicht weniger als das globale Zusammenspiel des Lebens entschlüsseln. Diese rasante Weiterentwicklung der Technik, die wir im Moment haben, ist für uns natürlich essentiell. Also wir können eigentlich die Forschung, die wir machen wollen, nicht ohne diese Technik machen. Immer wieder ist es eine Herausforderung, die Sender an die unterschiedlichen Tiere und Umweltbedingungen anzupassen. Nur wenige Ingenieure gibt es weltweit, die die handgefertigten Hightech-Wunder entwickeln und bauen können. So wie hier in München. Gerade entsteht eine völlig neue Generation von extrem hochauflösenden GPS-Sendern. Sie sollen ihre Daten in Echtzeit an die Wissenschaftler übermitteln. Anruf von Martin Wiekelski. In weniger als 2 Wochen werden die ersten Zugvögel nach Süden aufbrechen. Sind die neuen Sender bis dahin nicht voll einsatzbereit, verlieren die Forscher ein ganzes Jahr. Ein Jahr, in dem andere Teams auf der Welt vielleicht den entscheidenden Schritt weiter sind. Es sind 2 Herausforderungen. Zum einen muss man ganz zielgerichtet auf das Tier, sich auf die Tierart konzentrieren. Also was kann das Tier tragen, wie sind die Eigenheiten des Tieres, zum Beispiel bei Katzen ist es so, dass die sehr oft die externen Antennen abreißen, dann muss man die Antenne irgendwie ins Halsband integrieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man natürlich immer mit der Technik mithält. Also die GPS-Technologie entwickelt sich rasant weiter. Ich weiß noch, vor 10 Jahren hat keiner praktisch ein Auto-Navigationsgerät gehabt. Mittlerweile hat man Navigationsgeräte in jedem Handy. Die rasante Entwicklung von Smartphones mit WLAN, GPS und Bewegungssensoren hilft auch Franz Kümmelt. War früher für jede Funktion eine einzelne Platine notwendig, kann er heute auf winzige Chips zurückgreifen, die alle Anwendungen in sich vereinen. Doch was die Sender manchmal preisgeben, ist erstaunlich. So wunderten sich die Forscher über eine Ente, deren Bewegungsmuster dem eines älteren Menschen glich. Als sie die Ente erneut aufsuchten, war alles klar. Sie hatte sich mit einem Rentner angefreundet, der sie fütterte und dem sie fast den ganzen Tag lang folgte. Das Problem ist natürlich nach wie vor, also auch bei den Methoden, die wir jetzt im Moment verwenden, wir können zwar Individuen verfolgen, wir wissen dann ungefähr, wo sie hingehen, die kommen dann, aber sie müssen eben wieder zurückkommen. Im Moment ist es so, wir schreiben auf, was die machen, und dann kommen sie zurück und wir können das auslesen. Die Lösung dieses Problems soll nun im Süden Spaniens das erste Mal getestet werden. Quasi live. Per SMS will Wiekelskis Team beobachten, wie Milane, große Greifvögel, mit einer Flügelspannweite von mehr als 1 Meter die Meerenge von Gibraltar überqueren. Viele Zugvögel nutzen thermische Aufwinde, die über Land entstehen, um auf ihrer langen Reise Kraft und Energie zu sparen. Doch diese Art von Thermik gibt es über dem Meer nicht. Wiekelskis Team möchte herausfinden, wie die Vögel die für sie äußerst gefährliche Schnittstelle auf dem Weg nach Süden passieren. Nur 14 Kilometer trennen Europa und Afrika. Für die Vögel ist die gewählte Route überlebenswichtig. Entscheiden sie sich falsch oder werden sie durch die oft extremen seitlichen Winde abgedrängt, geraten sie aufs offene Meer. Nur wenige schaffen es dann noch zurück ans Land. Der Wind peitscht mit kräftigen Böen von Osten und drängt die Milane zurück an die Küste. Antonio Muñoz Gallego kennt die Gefahren für die Tiere. Vor allem für Jungtiere ist es sehr schwierig, nach Afrika zu fliegen. Nur die erfahrenen Vögel wissen, dass sie nach einigen Kilometern Land erreichen. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie es den Milanen gelingt, die Meerenge zu überqueren.
Über eine Bewegungssensorik bekommen sie Aufschluss darüber, ob die Tiere gleiten oder mit den Flügeln schlagen. Für seine Mission braucht der Ornithologe David Santos so viele Milane wie möglich, die er mit Minicomputern ausstatten kann. Heute ist die ideale Situation zum Fangen, weil die meisten Vögel hier bleiben und nach Futter suchen. Die Männer präparieren einen Käfig mit Fleisch. Es bleibt wenig Zeit für das Experiment. Sobald der Wind nachlässt, werden sich alle Vögel auf ihre Weiterreise nach Süden machen. In nur einer Woche ist die Hauptmigrationszeit vorbei. Eine Stunde ist vergangen und noch kein Vogel an der Futterstelle. Plötzlich geht alles ganz schnell. Von einem Versteck aus können die Forscher den Käfig verschließen, ohne dass die Milane sie wahrnehmen. Es ist einfach perfekt. Einer der größten Fänge, die wir jemals hatten. Wie bei den meisten Vögeln funktioniert auch bei den Milanen die Methode, ihre Augen zu verschließen. Sie werden ruhig. Wir wählen aus drei Gruppen: Jungtiere, junge Erwachsene und ältere Tiere. Den Rest lassen wir sofort wieder frei. Ich hoffe, dass die Vögel morgen fliegen und wir mit unserer Studie nachweisen können, dass sie für die Überquerung verschiedene Strategien benutzen. Behutsam wie einen Rucksack schnallt David Santos die Sender auf den Rücken der Milane. Mittels Mobilfunk überträgt jeder einzelne Vogel permanent seine Daten. Der Ornithologe kann nun live beobachten, wo sich das Tier befindet und was es gerade tut. Dies ist ein spezieller Sender. Er arbeitet über das GSM-Mobilfunknetz. Er hat also eine SIM-Card, GPS und zusätzlich einen Beschleunigungsmesser eingebaut, der uns erlaubt, das Flugverhalten des Vogels festzuhalten. Sofort nach dem Besendern werden die Tiere freigelassen. Damit sie die Technik nicht ihr Leben lang tragen müssen, hat David Santos einen ganz speziellen Mechanismus entwickelt. Wir benutzen dieses Gummiband hier, welches ungefähr nach 2 Wochen bricht. Dies gibt uns genügend Zeit, alle Daten zu sammeln, die wir brauchen. Danach fällt das Gerät einfach vom Vogel ab. Die ersten 10 besenderten Tiere sind startklar für die Passage über die Meerenge von Gibraltar. Nun heißt es warten. Wird die Technik funktionieren und die gewünschten Informationen liefern? In der Freilandbiologie war es eben so, dass sich die Leute nicht zusammengeschlossen haben. Da hat halt jeder mit seinem Fernglas irgendwie so beobachtet. Und jetzt brauchen wir einen globalen Zusammenschluss von Biologen, weil eben klar ist, Globalisierung auch der biologischen, der Freilandforschung. Die Tiere fliegen zwischen Kontinenten. Also wir müssen diese globalisierte Forschung machen. MoveBank, so heißt Wikelskis Datenbank, in der sämtliche Tierbewegungen weltweit gesammelt werden. Immer genauere Informationen tragen dazu bei, den Puls des Planeten zu verstehen.
when you increase the resolution. Exactly, I increase it both times. So the first attempt was... Im Endeffekt ist MoveBank jetzt sowas wie eine Wettervorhersage im Aufbau. Anfangs können wir nur lokal beobachten, was passiert hier gerade. Später können wir dann wirklich auch großflächig beobachten, was passiert. Und wenn wir das können, dann können wir auch Vorhersagen schaffen. Der Pionier unter den Verhaltensforschern hat mit seinen Kollegen bereits die ersten Daten visualisieren können. Ein Spiel von Punkten und Linien. Bewegungen im Wechsel der Jahreszeiten. Das ist im Endeffekt noch sehr, sehr wenig. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr. Und wir haben jetzt hier zum ersten Mal wirklich eine Zusammenschau gemacht von den Daten, die verfügbar sind, um zu verstehen, eben nicht nur einzelne Tiere, wie bewegen sich die gerade, sondern wie bewegt sich alles zusammen. Werden die Forscher aus den Bewegungsprofilen in Zukunft weit mehr ablesen können, als wir momentan erahnen? Wie sich einst Molekularbiologen zusammentaten, um das Genom zu entschlüsseln, wollen die Verhaltensbiologen jetzt die Wechselwirkung zwischen Tier, Mensch und Umwelt verstehen. Im Endeffekt kann man ja von diesen Bewegungsmustern alles ablesen, wie ein Tier sich draußen entscheidet und so ein bisschen auch, wie das Tier denkt. Weil, wenn man sich das selber mal vorstellt, wenn man jetzt so einen Logger drauf hätte, und jemand könnte sehen, na gut, der steht jetzt morgens auf, dann geht er da zum Auto, dann fährt er da mit dem Auto da zu dem Bäckerladen und dann kommt er langsam raus aus dem Bäckerladen, geht wieder ins Auto, das heißt, ein Kaffee dabei und ein Hörnchen und dann fährt er da in die Arbeit und dann sitzt er ewig und so weiter. Im Endeffekt kann man das ganze Leben rekonstruieren. Afrika. Im Busch von Kenia soll erstmals eine Gruppe wildlebender Paviane Tag und Nacht beobachtet werden. Primatenforscher vom amerikanischen Smithsonian Institute kooperieren mit Wikelski, um das Sozialverhalten in Gruppen zu untersuchen. Meg Crowfoot lebt für dieses ambitionierte Projekt wochenlang in der Wildnis. Ihre Studie soll zeigen, ob sich Paviane eher dominant oder kooperativ verhalten. Wie organisieren sie ihr komplexes Miteinander? Wenn man darüber nachdenkt, was es heißt, ein soziales Tier zu sein, was es nicht nur für einen Pavian, sondern auch für einen Menschen bedeutet, zu verstehen, wie eine Gruppe von Tieren zu einem Konsens oder einem Kompromiss kommt, ist eine der zentralen Herausforderungen des Lebens in einer Gruppe. Hochpräzise GPS-Sender zeichnen jeden Schritt der Tiere auf. Bevor es soweit ist, muss die brandneue Technik funktionieren, den Bedingungen im Busch standhalten. Zuerst sollen sich die Paviane an die Menschen gewöhnen. Es dauert häufig Monate, bis sich eine Gruppe in Anwesenheit von Menschen natürlich verhält und die Forscher mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen können. Es ist das erste Mal, dass jemand versucht, eine gesamte Primatengruppe zu verfolgen. Um den Pavianen das Halsband anzulegen, können wir leider nicht einfach zu ihnen gehen und sie freundlich darum bitten. Wir müssen sie fangen oder betäuben. Die Crew startet früh morgens, wenn die Affen noch schlafen. Es bleibt nur wenig Zeit, den Köder zu verteilen. Die Paviane dürfen die Forscher auf keinen Fall mit dem Futter entdecken. Andernfalls würden sie Menschen mit Nahrung in Verbindung bringen und in die umliegenden Dörfer eindringen. In den nächsten 20 Minuten werden hier Paviane entlanglaufen. Das Futter ist großflächig verstreut. Die Paviane sollen so möglichst weit auseinandergebracht werden, um sie einzeln besendern zu können. Und tatsächlich, die Tiere fressen unbekümmert. Und das Besondere daran, diese Halsbänder sammeln GPS-Punkte in einer extrem hohen Frequenz. Ein GPS-Punkt pro Sekunde. Und wegen dieser hohen Frequenz haben wir eine viel feinere Auflösung. Wir haben den Standort einzelner Individuen, die diese Halsbänder tragen, innerhalb eines Meters jede Sekunde am Tag.
40 Sender liegen bereit. Bei einer Fehlfunktion wäre das ganze Projekt gefährdet. Die Generalprobe. Zunächst muss eine andere Spezies ran, um die Sender zu checken. Wir machen jetzt einen Testlauf mit den Halsbändern. Ich folge Nummer 2 nach 3 Sekunden. Ich folge sofort der Nummer 8. Ich soll Nummer 2 nach 10 Sekunden folgen. Es funktioniert. Die Sender registrieren Ort und Aktivität ihrer Träger mit großer Detailgenauigkeit. Mit dieser Technologie können wir im Endeffekt durchgängig das Verhalten von vielen Tieren gleichzeitig beobachten und dann wirklich rekonstruieren, was hat dieses Tier oder was hat diese Population von Tieren das ganze Leben lang gemacht. In Spanien, an der Straße von Gibraltar, haben trotz des starken Windes ein paar Milane den Überflug gewagt. Gerade beobachte ich einen Vogel, der die Überquerung unter nicht wirklich guten Bedingungen gemacht hat und verfolge das Verhalten von ihm. Dieser Vogel war einfach erstaunlich. Aufgrund des Abtriebs musste er einen großen Umweg fliegen und wurde bis weit in den Westen von Afrika abgetrieben. Am nächsten Morgen hat sich der Wind gelegt. Die Bedingungen für die Vögel sind ideal. Wenn sich auch noch der Nebel lichtet, werden hunderte Milane die Meerenge überqueren. Die Ornithologen sind auf ihrem Posten an der Beobachtungsstation hoch über der Straße von Gibraltar. Es wird wärmer und wie aus dem Nichts sammeln sich Hunderte der Greifvögel. Schon die ersten Daten zeigen, die Milane verwenden eine besonders energieschonende Strategie. Noch an Land schrauben sie sich mit Hilfe der Thermik hoch auf rund 1200 Meter, sodass sie ohne Anstrengungen über der Meerenge wieder hinuntergleiten können. Dafür müssen die Tiere genau wissen, dass sie erst nach 14 Kilometern auf der anderen Seite ankommen. Ein paar Flügelschläge reichen dort, um sich mit den thermischen Winden wieder nach oben zu schrauben. 14 Tage lang werden sämtliche Daten der Tiere übertragen. Dann wird der Sender automatisch abgeworfen. Die Daten könnten noch weitere wertvolle Flugstrategien ans Licht bringen. Die Anzahl der Daten, die wir jetzt kriegen, steigt natürlich exponentiell an. Weil bis vor wenigen Jahren haben wir eben mühsamst von Hand irgendein Tier verfolgt. Und jetzt fliegt das Tier, sammelt seine eigenen Daten. Wir lesen die Daten aus und haben Gigabytes von Daten unmittelbar. Also eine massive Veränderung in der Datenlage. Das ist natürlich toll, weil wir dann nicht nur einen Punkt hier und einen Punkt da und einen Punkt da haben, sondern wir wissen genau, was das Tier in der Zwischenzeit gemacht hat. Zurück im Max-Planck-Institut in Radolfzell am Bodensee. Martin Wikelski und David Santos werten die Daten des Sommers aus. Noch ist es ein langer Weg, bis alle Puzzleteile zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden können. Die neuen Erkenntnisse sind bahnbrechend. Auch beim Überlandflug nutzen die Greifvögel eine kräfteschonende Methode: das Wellenreiten. Sie fliegen in der Thermik besonders langsam und ziehen dann nach oben, um die nächste Thermik zu erreichen. Der Energieverbrauch ist so um ein Vielfaches geringer, als Wissenschaftler bisher angenommen haben. Das zeigt, dass sie nicht kreisen. Diesen Eindruck hatte ich bereits. Im Grunde bleiben sie 200 Meter lang auf der gleichen Höhe. Genau. Also das zeigt... Das zeigt, dass sie überhaupt nicht mit den Flügeln schlagen. Oh ja, das ist scheinbar ein kurzer Flügelschlag und den Rest gleiten sie. Meistens ist es so, oder eigentlich immer, wenn wir detailliert hinschauen, dann erfahren wir Sachen, die wir vorher nicht gewusst haben.
Also ich meine, beim Radar ist es ja so, das kommt von den Tieren, also von Fledermäusen, von anderen Tieren, die eben diese Klicklaute ausstoßen, wird jetzt überall in der Technik benutzt. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass viele andere Verhaltensweisen von Tieren, auch Navigation, Orientierung, Entscheidungskriterien, sehr wohl dann in der Technik ausgenutzt werden. Bei den Pavianen soll das Verhalten in Entscheidungssituationen analysiert werden. Gibt es bei den Tieren so etwas wie Kooperation oder ordnen sich alle dem Alpha-Tier unter? Das Pilotprojekt geht in seine heiße Phase. Um die Paviane zu besendern, werden die Fallen mit Futter gefüllt. Es ist der einzigartige Versuch, fast 40 Tiere gleichzeitig in Echtzeit zu beobachten. Wir versuchen, zwei Faktoren beim Fallenstellen zu berücksichtigen. Auf der einen Seite wollen wir den Mechanismus von Hand auslösen. Aber um sicherzustellen, dass der Pavian im Käfig ist, müssen wir ihn auch sehen. Auf der anderen Seite versuchen wir, die Sicht einzuschränken, damit die anderen Paviane nicht auf unsere Fallen aufmerksam werden, nachdem wir den ersten Pavian gefangen genommen haben. Nun heißt es warten. Werden die Tiere in die Falle gehen? Langsam erwacht die Savanne. Die ersten Paviane nähern sich ihrem Futterplatz. Die Wissenschaftler bereiten die Betäubungsspritzen vor. Wir sehen die Affen aus ihren Schlafbäumen kommen und hören sie beim Essen. Wir wissen also, dass sie an der Futterstelle sind. Wir haben drei oder vielleicht vier Fallentüren zuschnappen hören. Es ist interessant. Die Paviane schreien nicht. Sie sitzen nur da und essen. Es ist sehr ruhig. Der Plan ist aufgegangen. Besser als gedacht. Nun steht die nächste Herausforderung bevor. Die Affen müssen behutsam in die provisorische Tierarztpraxis gebracht werden. Ein ganzes Team aus Wissenschaftlern und Ärzten betreut die Tiere. Schließlich soll das Besendern so schonend wie möglich erfolgen. Als erstes stellen wir fest, ob Herzschlag und Atmung stabil sind. Sicherheit steht an erster Stelle. Niemand soll verletzt werden. Jeder Handgriff sitzt. Im eingespielten Team wird dem Pavian vorsichtig das Sendehalsband umgelegt. Die einmalige Gelegenheit, dem Tier so nahe zu sein, wird für umfängliche Untersuchungen genutzt. Größe und Gewicht des Tieres werden erfasst. Das wirklich Aufregende ist, dass die Halsbänder uns ermöglichen, alle Individuen gleichzeitig zu verfolgen. Wir werden den Zusammenhang zwischen ihren Entscheidungen und ihrem Verhalten wie niemals zuvor verstehen können. Und für mich ist das das Aufregendste, was wir machen. Nach kurzer Zeit werden alle Tiere wieder freigelassen und senden zwei Wochen lang sämtliche Daten an die Wissenschaftler. In den meisten Fällen herrscht ein absolut hierarchisches Verhalten in der Gruppe. Es gibt ein Alpha-Tier, dem alle anderen folgen. Doch zum großen Erstaunen der Forscher treffen Paviane wichtige Entscheidungen letztlich demokratisch. Wenn es nicht genügend Futter für alle gibt und nur die Tiere satt werden, die weit oben in der Hierarchie stehen, zieht die Gruppe geschlossen an einen anderen Platz.
Wikelskis Mission steht noch am Anfang. Immer mehr Daten trägt der ambitionierte Forscher zusammen. Weltweit sind seine Teams unterwegs. Sein Plan klingt wie Science Fiction. Sämtliche Tierdaten über Satellit aus dem Weltall zu empfangen, um den Puls des Planeten aufzuzeichnen. Im Endeffekt stellen wir uns so vor, dass Movebank später genauso funktionieren wird, als Kontrollzentrum für das Leben auf der Erde, dass man die Remote Sensing Daten, also die Satellitendaten, mit den Bewegungsmustern verbindet und dann eben auch zum Beispiel Vulkanausbrüche oder Daten der FAO über Krankheitsausbreitungen hier mit reinspielt, um dann wirklich zu verstehen, was könnte denn da passieren. Das ferne Ziel ist ein SOS-System für die Erde. Epidemien, Klimaveränderungen, Naturkatastrophen sollen anhand von Tierbewegungen vorhergesagt werden. Wenn wir das Wechselgefüge zwischen Mensch und Tier verstehen, haben wir ein Instrument, die Erde zu schützen. Thank you.